Ich bin froh, dass man sich um die Dinge in Skuldafen kümmert. Aber die Pflicht eines Soldaten endet nie. Rift braucht eure Hilfe. Ja, die Pflicht ruft. Was ist denn in Rift passiert? Wir haben eine dringende Nachricht aus Schorststein erhalten. Es wird von Rickmannen angegriffen. Ihre Zahl und ihre Wildheit übersteigt alles, was die Verteidiger je gesehen haben. Oh, das hört sich nach mächtig viel Ärger an. Was kann man da tun? Verstärkung ist bereits unterwegs. Aber der Königspfeil wäre ein wahrer Segen für die Verteidiger. Wiegrot Gespenstertod, der Anführer der Gefährten, lenkt die Verteidigung von Schorststein. Er braucht euch. Na schön, dann reise ich nach Rift und ich werde Wiegrot finden und mit ihm sprechen. Ja, was ist? Ich organisiere hier unsere Verteidigung. Sprecht mit Gary im Adalas, wenn ihr Vorräte braucht. Nein, ich brauche keine Vorräte. Seid ihr wie Krott Gespenstertod? Ich bin gekommen, der Skaldenkönig hat mich zu euch geschickt. Ich bin hier, um zu helfen. Der Königspfeil. Wohlan, meine Freundin. Die Stadt steht unter einer ständigen Bedrohung. Und eine Horde Rägmannen hat die Mine übernommen und sich darin eingeschlossen. Was ist denn das für eine Kriegsstrategie, sich in eine Mine einzuschließen? Wie kriegen wir die Ratten da raus? Rezisch versucht, in die Mine einzubrechen. Da drin sind Leute von uns eingeschlossen. Und wir müssen verstehen, was zum Vergessen das Räg vorhat. Was sagt ihr da? Das sind Leute von euch auch mit eingeschlossen? Na gut, ich werde sehen, ob ich Rezisch helfen kann. Rezisch ist eine schlaue kleine Echse. Wenn jemand an dieser Magie vorbeikommt, dann sie. Schön, ich werde sie ja gleich kennenlernen. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ich gehe, Wiegrot? Ich werde beantworten, was ich kann. Aber fasst euch kurz, es gibt noch viel zu tun. Ja, ich weiß, es sind nur drei wichtige, winzige Fragen. Zuerst zu euch, ihr seid doch kein Mitglied der Armee des Pakts. Nein, ich bin stolz darauf, mit den Gefährten zu reiten, den Erben von Iskramor. Die Fahlsteinhalle ist unser Heim. Sie liegt nur ein kleines Stück nördlich der Stadt. Aber gerne erheben wir unsere Klingen im Dienste des Pakts. Die Erben von Iskramor? Wer sind denn diese Gefährten? Bei Schurs Knochen. Ihr habt noch nie von den 500 gehört? Die Gefährten sind jene tapferen Krieger, die einst mit den legendären Iskramor in die Schlacht zogen, um Himmelsrand zu erobern. Wir sind ihre Nachfahren, im Blute wie im Bunde. Also dann sind die Gefährten, die Iskramors Erben, die Eroberer von Himmelsrand. Aha. Darf ich euch noch fragen, ihr habt davon gehört, was ich in Ostmarsch getan habe? Wollen wir mal sehen. Den Großkönig vor Gift gerettet, eine Horde Orks aufgehalten, dem Pakt bei der großen Volksversammlung beigestanden und dafür gesorgt, dass die Allianz nicht auseinanderbricht. Nee, von euch habe ich noch nie was gehört. Für das, dass ihr noch nie etwas von mir gehört habt, seid ihr aber gut unterrichtet, was geschehen ist. Wiegrot, ich würde aber zu gern noch wissen, wer sind die Rägmannen nochmal? Stammesclans aus dem fernen Westen, oben von der Grenze nach Hochfels. Man nennt das Gebiet das Räg, daher also Rägmannen. Sie sind ein garstiges Volk, das den Jarlen seit Generationen Ärger bereitet. Ich habe keine Ahnung, was sie so weit entfernt von den Liegenschaften der Clans machen. Vielleicht handelt es sich um eine gesplittete Gruppe aus einem Clan. Wisst ihr, welcher Clan Schorstein angreift? Knochenformer. Die schlimmste Art Schamanen. Kaum ein Deut besser als Nekromanten. Sie verwenden Leichen für ihre üblen Zeremonien. Knochenformer? Ich danke euch für die Informationen, Wiegrot. In diesem Fluss fließt Gift. Ihr solltet zurückbleiben, während wir uns vorarbeiten. Ich grüße euch, Rezisch. Wiegrot schickt mich zu euch, um euch beim Vordringen in die Mine zu helfen. Das Ungeziefer aus dem Räg versteckt sich hinter seinem magischen Schild. Wir müssen ihn niederreißen. Für den Pakt und für den Ruhm. Ja, klingt leichter als getan. Wisst ihr denn, wie wir den Schild zerstören können? Draußen vor der Siedlung erfüllen dunkle Schamanen Leichen
mit verdorbener Magika. Nehmt diesen Talisman. Benutzt ihn, um die Verderbnis zu entfernen und den Leichen ihre verdiente Ruhe zurückzugeben. Dann können wir das Böse des Rake gegen es selbst wenden. Ah, ich verstehe. Das ist ja gar nicht so schwer. Gut, ich werde das erledigen. Zu wenige haben genug Kraft, um den Schamanen aus Rake entgegenzutreten. Beeilt euch, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Ja, das werde ich gleich. Darf ich euch noch fragen, was macht ihr mit diesen Abbildern? Die anderen Magier und ich haben versucht, uns einen Weg hineinzubahnen. Wir haben Abbilder für einen eigenen Zauber vorbereitet. Sk. Ihre Schamanen sind mächtig. Jetzt, nach eurer Ankunft, können wir zuschlagen. Ein Abbild des Zaubers, sozusagen. Ich verstehe. Aber inwiefern wird das Sammeln von Magika dabei helfen? Mystizismus spricht besonders stark auf teilnahmsvolle Taten an. Ihre Zauber schützen die Höhle. Symbolisch ist das die gleiche Energie, die sie aus den Toten pressen. Wir werden die eine gegen die andere einsetzen. Symbolisch ist das die gleiche Energie, die sie aus den Toten pressen? Ist das der Grund, warum die Regmannen die Leichen ausgraben? Sie sind Mystiker. Die Kunst des Mystizismus erlaubt es einem Magier, den Fluss der Magika zu lenken. Diese dunklen Schamanen, sie zerren die Leichen aus der Erde. Sie entziehen den Körpern die letzte Magika. Ah, ich verstehe. Sie scheren sich also nicht um die eigentlichen Körper, sondern nur um das letzte Magika. Ja, genau. Für diese Knochenformer ist ein Körper nur die Schale einer Frucht. Sie pressen sie mit diesem Ritual aus. Entziehen den Toten den letzten Tropfen Flusswasser. Einige meiner Dunkelelfenfreunde sind noch immer darüber verärgert, dass der Schrein des heiligen Velod angegriffen wurde. Und noch dazu von einer der Iren. Nun? Ich kann die Magika des Talismans singen hören. Die Bildnisse sind jetzt bereit, euer Geschenk zu empfangen. Schön. Und was machen wir nun? Erfüllt die Abbilder mit verderbter Magika. Das sollte den Weg in die Mine freimachen. Und was dann? Sucht nach dem Minenvorarbeiter Gandis. Er sollte wissen, wo sich die Rake-Mannen verstecken und ob noch einige Arbeiter überlebt haben. Aber erst müsst ihr einen Weg in die Mine öffnen. Gut, ich mache mich sofort an die Arbeit. Bündelt die Magika in die Bildnisse. Das sollte den Schild schwächen, der den Mineneingang versperrt. Leise, runter!
Ja, schon gut. Ich bin gekommen, um zu helfen. Die Gefährten haben mich geschickt. Freut mich zu hören. Jetzt seid leiser, sonst müssen wir beide dran glauben. Ich bin froh, euch zu sehen, aber sprecht bitte leise.